Ja, hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Part Let's Play Naruto Storm 1. Ja, schauen wir einfach mal. Es kann weitergehen. Und yeah. Los geht's. Wiedersehen mit Lady Tsunade. Am Ende gelang es Jiraiya in Begleitung von Naruto wieder mit Tsunade zusammenzukommen. Aber die weigerte sich, Hokage der fünften Generation zu werden. Und nicht nur das, sie machte sich über die vorherigen Hokage lustig und entzürnte damit Naruto, was zu einer ziemlich explosiven Situation führte. Erfülle die Kampfbedingungen. Kampfvorgaben, okay. Eine Menge Zeit ist verstrichen, seit wir Konoha verließen, aber endlich haben wir die Person gefunden, nach der wir gesucht haben. Endlich wird Sasuke Heilung finden. Aber meine Freude währte nur Sekunden. Diese Person Tsunade, sie macht sich über die großen Hokages der Vergangenheit lustig. Mir ist egal, dass sie eine Frau ist. Niemand macht sich über den Hokage der dritten oder der vierten Generation lustig. Wenn ich dabei bin, ich werde sie zur Einsicht prügeln. Oh yeah. Tja, Naruto ist sauer und das tut Tsunade jetzt wohl gar nicht gut. Na, mal schauen. Wenn du meinst, Lady Tsunade, pass mal auf hier. Da. Wir werden dich zur Einsicht prügeln, haben wir doch wohl gesagt. Komm schon, Jiraiya, danke dir. Oh, 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 oh. Na, wirst du aufhören? Ey, Tsunade, ganz ehrlich, hier. Zack, Bams. Geht doch. Jetzt ist Schluss hier mit lustig. Na, komm schon, hilf mir doch mal. Ja, mach ich's halt so. Oh, oh, Jiraiya-kun, hilf mir. Oh Gott, wo ist er denn? Nein, ich will kein Ultimate machen. Heieiei. Okay, so, jetzt ist Schluss. Na, Tsunade? Hättest du nicht gedacht, war, dass wir so schnell sind? Zack. Und Bams. Sehr nice. Ja, guck mal, da sind wir. Edge Badge. Na, jetzt hat sie echt die Combo versaut. Das gibt's doch gar nicht. Na, hörst du auf? So, danke dir, Jiraiya Boy. Okay, Schluss jetzt. Fahrt zur Hölle, Tsunade. Und Bams. Geil. Und jetzt geht das Ende los. Nein, 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 nein. Was war's? Du bist doch feige. Im Ernst, du bist doch feige. Meine Güte, jetzt hör doch mal auf hier. Gottes Willen. Ey, der Kampf war anstrengend. Unglaublich, was der Kampf anstrengend war. Ne. Hammerhart hier. Krass. Wir haben fast verloren. Ist ja übel. Ja, man merkt doch, dass es noch Naruto Storm 1 ist. Also das merkt man ganz stark. Wenn man so jetzt die nächsten Teile gespielt hat, wie Naruto Storm 2 oder 3, also da merkt man schon einiges. Na dann. Kann weitergehen, Naruto. So, mal schauen. Rasengan beherrschen lernen. Narutos Kampf mit Tsunade gipfelte in einer Wette über das Rasengan. Könnte er dieses Jutsu innerhalb einer Woche meistern, wäre er der Sieger. Wenn nicht, hätte Tsunade gewonnen. Naruto, der niemals einer Herausforderung ausweicht, steckte all seine Energie in das Baumklettern-Training. Wenn's nicht mehr ist, kein Thema. Sie sagt, sie würde zugeben, dass ich eines Tages Hokage werden könnte, falls ich das Rasengan innerhalb einer Woche beherrsche. Na gut, in Ordnung, ich werde das Rasengan auf jeden Fall meistern und dieser Oma etwas zum Nachdenken geben.
Also dann, als erstes muss ich mit dem Training der Chakra-Kontrolle beginnen. Ja, ich verliere die Wette schon nicht, keine Sorge, Naruto. So, das Übliche. Eigentlich finde ich die Mission hier am leichtesten. Ich weiß auch nicht warum, aber schwer sind die nicht gerade. So, zack, zack. Und das war's schon. Jawohl. Rechts, links und weiter, 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 weiter. Schön. Gut. Ey, wir sind echt schnell zu Fuß hier. Okay, nochmal. Gut. Oh, oh. Wir haben nur noch unter einer Minute Zeit. Das geht so nicht. Ey, das war knapp. Ey, krass. Okay. Na, na. Wirst du schaffen, Naruto? 44 Sekunden noch. Das könnte knapp werden. Nein. Dammit, versaut. Ich habe gedacht, wir kommen dann noch durch. Okay. Okay. 30 Sekunden. Na, das will mir was geben. Komm, komm, komm. Jetzt schaffst du es. Du hast nur noch knapp 70 Meter. Sauber. Sehr schön, Naruto. Noch 21 Sekunden Zeit gehabt. Alles easy, Leute. Alles easy. Naja, was heißt easy, ne? Ich glaube, noch zweimal irgendwo festkleben und dann hätten wir verkackt. Ihr kennt das ja von mir. Hat ja nochmal alles geklappt. So, sehr schön. Ja. Nice. Dann wollen wir mal weiterschauen. Hopp. Weg damit. Na, was hast du mir anzubieten? Oh, ein Kampf. Tsunade öffnet ihre Augen. Der Grund für Tsunades Weigerung, Hokage zu werden, war die Abmachung, die Orochimaru ihr unterbreitet hatte. Sie erkannte jedoch ihren Irrtum, wies Orochimarus Abmachung zurück und forderte Orochimaru zu einem untergebenen... Was? Und seinen untergebenen Kabuto zum Kampf. Na dann. Endlich weiß ich, warum Tsunade sich so verhalten hat. Sie hatte ein geheimes Abkommen mit Orochimaru, aber sie sah ihrem Irrtum ein, lehnte das Abkommen ab und wird gegen Orochimaru und Kabuto kämpfen. Großmutter Tsunade, halte durch, bis wir bei dir sind. Ey, was du bei dem Let's Player so viel vorlesen musst, ne? Ist echt krass. Ja, Kabuto, du bist wertlos. Also bekommst du was aufs Maul. So, Ultimate. Nein, schade, aber wir versuchen es einfach nochmal. Nein, 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 nein. Kabuto, hör auf, mach Sitz. Alter, du nervst mich. Komm her. Ist die denn? Der. Nicht die, der. Na, endlich. Bams. Meine Güte, jetzt hier, komm, Fifi, mach aus. Edge Badge, jetzt gibt's aufs Fressbrett. Sauber, es hat geklappt. Was eine geile Ulti, oder? Hm, ist die nicht stark? Bams, einfach mal hier weggeschleudert. Aua, das muss doch wehtun. Eieiei. Und da wackelt alles bei ihr, ne? Ja, nett. Na. Was soll denn das? Komm her. Na, kommst du jetzt her? Ey, alter Kabuto. Gehst du mir auf die Nerven, ne? Das gibt's gar nicht. Edge Badge. Hier. Jetzt, guck mal, was ich machen kann. Nein, nein. Oh, Mann. So. Bams. Ein kleiner Stupser für zwischendurch. Dankeschön. Na,
Nein. Hörst du jetzt mal auf damit, du blöder Hund? Meine Güte. Schnauze jetzt hier, Kabuto. Ja, das musste wohl zu Nade. Geht doch. Meine Güte. Kabuto, hast du wirklich gedacht, du gewinnst gegen Lady Tsunade? Niemals. So, sehr, sehr schön. Dann kann es ja weitergehen. Tsunade ist spielbar, sehr gut. Also, mal schauen. Ein Wirbel-Rasengan explodiert. Naruto und seine Freunde erreichten den Schauplatz des Kampfes und wandten die Sache zu ihren Gunsten. Wanden? Ist es... Hä? Ich dachte wohl eher wendeten, ne? Die Sache zu ihren Gunsten. Naruto nahm sich Kabuto vor und indem er seinen Rasengan im Kampf verwendete, konnte er es endlich perfektionieren. Sehr schön. Naruto gegen Kabuto. Wir holten Großmutter Tsunade ein und trafen auf Orochimaru und Kabuto. Wie können sie es wagen? Sie haben Großmutter Tsunade eine Niederlage bereitet. Während der perverse Weise es mit Orochimaru aufnahm, stellte ich mich Kabuto, aber er ist wirklich stark. Trotzdem, ich darf nicht verlieren. Für Großmutter Tsunade und mein Nindo, ich werde diesen Kampf auf jeden Fall gewinnen. Oh ja, das Rasengan explodiert. Tja, ihr ahnt jetzt schon, Leute. Wir können jetzt das Rasengan. Endlich. Ich hab's so sehr vermisst. Nein, musst du diesen Mist jetzt machen? Oh Gott. Jetzt haben wir ihn schon wieder mit dem Schattendoppelgänger Jutsu getroffen. Das ist so nervend. Echt, dass das halt dieselbe Tastenbelegung ist fast. Wie halt das Rasengan. Mann, Mann, Mann. Das heißt, immer wenn ich zweimal drücke, macht er das hier. So, hier ist das Rasengan. Zack. Bams. Na komm. Gib mal eben locker 15 Trefferpunkte. Ja, ist ja schon gut, Kumpel. Zack. Nein, ich wollte doch mein Rasengan verwenden, du Hund. Ja, komm, mach aus hier. Fifi, komm her. Kleiner Hund. Na, wirst du wohl aufhören? So, Rasengan. Und Bams. Dankeschön. Ja, jetzt kannst du nichts mehr ausrichten, wa? Dankeschön, ich bin gut ausgewichen. Danke dir, jo. Alles klar. Hier, fahr zur Hölle, Kabuto. Schon wieder. Er hat es schon wieder getan, ne? Na, hey, Edgebatch. Ey, ich wollte dir noch eine verpassen, Kumpel. So. Und Rasengan. Schade. Nein, der weicht immer aus. Was soll denn dieser Blödsinn hier? Ich wollte dich doch treffen, du Hund. Gehst du mir auf den Sack, ne? Ey, hat er mich getreten, der Hund? Komm her. Nein, wie doof. Das Rasengan hier ist echt schwer zu handeln, Leute. Bams. Und jetzt. Nochmal. Jetzt schaff ihn dir doch vom Hals, Naruto. Und zack. Yes. 3, 2, 1. Und meins. Nein. Ach komm schon, lachhaft. Das hast auch nur du geglaubt, dass ich da reingehe. Hör doch mal auf mit deinem. Alter. Wo lang machst du das? Also echt jetzt, Naruto. Ey, ich will das Stylish beenden mit einem Rasengan. Jetzt bleib, mach Sitz.
Und zack. Nein, ich bin echt daneben gesprungen. Das gibt's nicht. Ja, endlich. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ja, ich werde stärker und stärker. Richtig so. Sehr, sehr nice. Schön gemacht, Naruto. So, Kabuto ist für uns jetzt auch erreichbar. Sehr gut. Ja, ist ja gut. Okay, schauen wir mal. Ich mache die letzte Mission auch noch, habe ich mir gerade überlegt. Also dann, auf geht's. Sanin erschüttert die Welt. Der Kampf der legendären Sanin wurde durch ihr Beschwörungsjutsu sogar noch grimmiger. Tsunade benutzte ihre ganze Macht gegen Manda, den von Orochimaru beschworenen Feind. Dann los. Ich habe Kabuto mit meinem Rasengan besiegt. Orochimaru war der letzte Feind, der standhielt. Aber er sagte, würde ich an die Akatsuki übergeben, würde das in der Zukunft zu Schwierigkeiten führen. Dann stürzte er sich auf mich, als ich niederfiel, nachdem ich zu viel Chakra verwendet hatte. Aber Großmutter Tsunade holte mich aus dieser Klemme raus. Danke, Großmutter. Zeit für einen Gegenangriff. その夢に命をかけた。 さっさとチレ。素手。あ。さあ、決着をつける。血を吸う。活目の大熱戦。天地揺るがす三人の力。 Oh yeah, ein Riesenkampf mal wieder. Boah, jetzt wird's Hammer hier. So, dann komm mal her, Mantra. Manda. Manda heißt du ja. Ja. Okay,
Dann werden wir mal hier helfen. Zack. Edge-Badge. Tja, was sagst du jetzt, Orochimaru, hä? Guck mal, hier ist mein Ninjutsu. Bams. Ne, das nützt nicht viel. Das ist wohl besser, wenn ich da drauf klopp. So, komm mal her. Oh, oh. Oh, oh, oh. Bams. Aua. Das tut weh. Na, komm schon. Gamma Bunter. Du musst dich schneller aufladen. Los. Na also. Weiter, 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 weiter. Gut. Sehr nice. Hoch. Bams. Immer weiter drauf da auf die Schnauze. Nein. Irgendwie bekommen wir jetzt hier Stress. Oh. Was ist das denn? Kann ich die Steine wegkicken? Nee. Ich komme nicht da dran. Was soll ich denn da machen? Doch, ich kann die Steine wegkicken. Aber es hat keine Wirkung gehabt. Ja, Manda, du kannst eh nichts. Bams. Ein Schlag. Nein, 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 hau ab mit deinen Dreckschlangen. Ich meine mich zu erinnern, dass der Kampf eigentlich damals sehr schwer war, aber scheint wohl heute nicht mehr so. Ja, komm, Schlag drauf. Nice. Nochmal, nochmal. Und zack, und zack, und zack. Dreck, komm her. Bams. Gamadu Sugiri. Sehr schön. Na, Manda, was sagst du jetzt? Nix mehr, wa? Denn das war's für dich. Bams, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Oh, oh. Vorsicht, Tsunade. Hier Amanda und Orochimaru, das war's dann wohl. Tut mir ja leid, aber Pech gehabt. Lady Tsunade war einfach zu stark für euch, da kann man nichts machen. つなで、お前に直してもらわずとも、私には一つだけ方法があるのよ。この腕を復活させる方法がね。なんだと？この葉は必ず潰してあげるわ。その時、また会えると言わね。我が同志、つなで。 それでは。
Mataizure. Nigetaka. Ja, Naruto ist wieder der Held und ich? Hä? Ich werde hier wieder ganz außen vor gelassen, oder was? Hey! Yappari ba-chan ga hokage yan no? Nanda? Fuman sou da no, Naruto. Datte, sandaime no ji-chan to kuraberu to na, kishou ga arakutte wagamama ppokutte. その上金にルーズで陰険でバカだし。ちゃんとやっていけんのか心配になってくるってばよ。よく言った。ずらかしな、ガキ。なんでこんなことになるのかの。こう見えてもこれから5代目になる私だ。 チンチクリンのガキ相手に本気もないな。ガキが来てバカにすんなってばよ。今はこんなんでも俺だっていつかは火影になる。なんだってばよ。 男になりなよ。そして立派な火影にな。あ！さて、それじゃあ帰るか。木の葉隠れの里に。 Ach ja, die Szene war schon damals irgendwie süß, also ganz ehrlich. Jeder denkt, jetzt kriegt Naruto einen richtigen Schlag ab und dann sowas. Nee, 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 einfach schön. Oh yeah, Naruto. Hast du doch gut gemacht hier, Tsunade wieder nach Hause gebracht. Na dann. Jetzt beginnt die Sasuke-Jagd, meine lieben, lieben Freunde. Und ja, wie das hier weitergeht, das sehen wir allerdings erst in der nächsten Folge von Let's Play Naruto Storm 1. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich auf jeden Fall. Bis dann und ciao, euer Let's Play E-Gamer.